Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Heute wird es nochmal interessant, denn das Thema Verena Kehrt und Mark Terenzi ist noch nicht ganz abgeschlossen. Wir reisen zurück, wir erinnern uns, im Hotel The George sind Verena und Mark sich mächtig an die Gurgel gegangen, vielleicht. Auf jeden Fall haben sie sehr lautstark gestritten. So laut, dass die Polizei gerufen wurde und Mark mitgenommen wurde. Zwar hat Mark hier etwas suffisant gesagt, er hat doch nur den Koffer bei der Polizei abgeholt, aber inzwischen ist relativ klar gewesen, dass Mark aus anderen Gründen auf der Polizeiwache war. Es folgten hier auf meinem Kanal auch entsprechende Videos zu dem Thema und ich habe mich auch über das erste Statement von Verena Kehrt maßlos geärgert. Sie hat das alles so ein bisschen, ja, runtergespielt, sich drüber lustig gemacht und ich habe hier ganz klar den Standpunkt vertreten, dass auch die beiden eine gewisse Verantwortung haben, auch anderen Betroffenen, die tatsächlich in Gewalt, Drogen, Alkohol in dieser Welt leben, dass man hier als gutes Beispiel vorangehen muss. Das waren meine Worte in meinem letzten Video, wo ich hier auch eine sehr gute Zustimmung bekommen habe. Vielen herzlichen Dank dafür. Und nun hat aber Verena und Mark ein Interview geführt, wo nur Verena gesprochen hat, zumindest in dem Zusammenschnitt. Und hat hier aber, wie ich finde, doch sich ein bisschen einsichtiger gezeigt. Wir schauen uns mal die RTL-Schlagzeile an. Wir gucken uns diesen Ausschnitt aus diesem Interview an. Ich finde aber trotzdem, dass man hier schon eine leichte Tendenz sieht, dass sie einen Fehler zugegeben hat. So muss man das auch vorsichtig ausdrücken. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Fühlt euch auf jeden Fall herzlich eingeladen, hier auf YouTube zu folgen. Ich möchte mich bei euch nämlich bedanken. Wir haben es geschafft, 14.800 Abonnenten. Wir sind wirklich kurz vor den 15.000 und ich freue mich so mega, dass ihr alle diesen kleinen YouTube-Kanal doch so sehr wertschätzt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich umarme euch alle. Gut, ihr Süßen, wir gehen mal rüber zu dem Artikel bzw. zu dem Video von Verena und Mark. Und hier sehen wir sie beiden. Das ist vom, na, wo haben wir ein Datum? Vom 28. August, also von gestern, gar nicht alt. Von daher sind wir hier noch sehr aktuell. Nach Prügel-Eklat mit Mark Terenzi, jetzt spricht Verena Kehrt Klartext. Und das hören wir uns als allererstes einmal an. Turbulente Woche, es war eine anstrengende Woche, es war eine wilde Woche in Anführungszeichen. Worden gerade eben vor einer halben Stunde habe ich gelesen, ich habe ein blaues Pfeilchen. Ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können. Ich habe jetzt da nichts in meinem Gesicht gesehen. So ein bisschen anstrengend, allerdings muss man natürlich auch sagen, wir haben es selber verschuldet. Und ich möchte es nicht verschönlichen. Ich möchte jetzt auch das nicht hier irgendwie einen doofen Witz drüber machen, weil es war definitiv unser Fehler. Also man führt sich im Hotelzimmer nicht so lautstark auf, dass Angestellte die Polizei rufen. Das sehen wir auch ein. Ja. Da werden wir auch dran arbeiten. Aber ich glaube nicht, dass wir diese ganzen öffentlichen Ratschläge und Meinungen brauchen wir tatsächlich nicht, auch wenn die gut gemeint sind, vielleicht manchmal auch nicht. Wir kriegen das alleine hin, aber sehen das natürlich an, dass es keine tolle Aktion war, ja. So, erstmal ein Statement, wo ich sage, das ist gut, das ist schon mal viel besser als das, was wir bereits von Verena schon gehört haben. Das heißt, hier hört man schon ein bisschen Einsicht heraus, ob das jetzt wirklich ernst gemeint ist oder ob sie das einfach nur sagt, weil ja auch die beiden einen großen Shitstorm bekommen haben. Das lässt sich von mir nicht so ganz einschätzen, aber wir bewerten das, was wir sehen und das ist schon mal aus meiner Sicht okay gewesen. Ob man jetzt unbedingt sagen muss, dass man gute Ratschläge von außerhalb nicht unbedingt braucht, würde ich ihr recht geben, wenn sie in einer privaten Beziehung leben würde. Wenn hier sich Menschen dazu äußern, die nicht gefragt wurden, kann ich nachvollziehen. Aber sie zwängt ja auch deren Partnerschaft den anderen Menschen aufs Gemüt durch entsprechende Artikel, Stories etc. und Verhalten der Öffentlichkeit. Von daher kann man das natürlich auch so einfach erklären. Auf Aktion folgt Reaktion, so ist das halt einfach mal. Okay, dann hören wir einmal ganz kurz hier rein, denn hier hat sich ein weiterer Freund von Verena dazu geäußert, Paul Henry Duval. Und da hören wir mal rein, was er dazu zu sagen hat. Heute Nachmittag Verenas Freund Paul Henry Duval. Er kennt die Schlagzeilen und Verenas Standpunkt. Also ich habe heute mit Verena telefoniert und habe sie auch zu der Sache gefragt. Und sie sagt, dass es nicht so
gelaufen, wie das dargestellt wurde. Und ich glaube ihr da auch, weil ich kenne sie so nicht. Ja, also ein kurzes kleines Statement von ihrem Bekannten, von ihrem Freund. Und ich frage mich halt immer, was sind das immer für Freunde, die bei der ersten Gelegenheit Interviews geben. Sowohl bei der Bild, erinnern wir uns an DJ Sven Steven Svensson, ich weiß nicht, wie er hieß, und wie jetzt hier an ihn. Also es ist schon sehr, sehr auffällig, dass immer wieder neue Menschen auftauchen, die denn schützende Sachen zu Verena und Marc sagen. Grundsätzlich ist es natürlich sehr löblich, dass Freunde sich hier für Verena und Marc stark machen wollen, um ihren Ruf in der Öffentlichkeit so ein bisschen wieder glatt zu bügeln. Aber ich glaube, dass dieses öffentliche Image, welches Marc und Verena sich nun jetzt selbst über die letzten Monate haben gestaltet, den gar nicht gut tut, so aus meiner persönlichen Sicht. Und auch wenn Verena nicht gerne öffentliche Ratschläge hören möchte, so muss sie doch trotzdem da durch, denn die guten Ratschläge, die viele Menschen ihr ergeben, sind ja gut gemeint. Und wenn man da aber nicht einsichtig ist und das alles gar nicht hören will, dann sollte man sich auch vielleicht darüber Gedanken machen, dass man in der Öffentlichkeit vielleicht nicht diesen Stellenwert haben sollte, den man sich selbst hier gerne wünscht oder selbst zuspricht. Ihr Lieben, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr zu diesem ganzen Verena Kehrt und Marc Terenzi-Thema steht. Glaubt ihr jetzt auch, dass das Thema wirklich langsam ein bisschen runterkocht und dass jetzt hier Ruhe einkehren wird? Oder glaubt ihr, nein, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, dass ihr davon ausgeht, dass sich das alles jetzt weiterziehen wird? Ich muss euch ehrlich sagen, aus meiner Beobachtung her ist es immer wieder das gleiche Muster, was wir seit dem Dschungelcamp gesehen haben. Im Hotel hat es angefangen mit dem Krawall, dann ging es weiter mit Krawall, wo wir auch das Veilchen hatten, von Marc war das, glaube ich, und dann die ganzen Eskapaden rund um das, was gegen Marc geäußert wurde. Ihr wisst es, Belästigung einer Minderjährigen. Auch dieses Thema ist, soweit ich informiert bin, noch nicht richtig vom Tisch. Auch da bin ich natürlich für euch dran, dass wir hier neue Informationen kriegen, sofern welche auftauchen. Und natürlich auch alles um das Evergreen Café Skandal rund um Iris Klein. Nochmal ganz kurz anderes Thema. Auch da bin ich natürlich dran. Auch da ist aber bis dato noch keine Urteilsverkündung für die Öffentlichkeit zumindest gewesen. Ob es eine Urteilsverkündung gab, ist mir auch nicht bekannt. Auch da weiß ich, dass viele von euch dran interessiert sind, auch ich. Und auch darüber werde ich hier natürlich berichten, meine Lieben. Ja, es lohnt sich also, diesen kleinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich habe das am Anfang des Videos schon gesagt, 14.800 Abonnenten, das ist wirklich heftig. Und wenn ihr ein anderes Video noch sehen wollt, ich empfehle euch mein Video von heute Morgen, 8 Uhr, Prinz Markus und der Schuss auf die Schildkröte. Ein so ekelhaftes Thema, wo ich euch wirklich sagen muss, da bin ich auch selten, wie hier auf meinem Kanal, aber auch selten sehr emotional geworden, habe da auch wirklich deutliche Worte gesagt, hoffentlich auch gefunden, und da würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr diesem Thema Beachtung schenkt. Keine Sorge, ich habe die Szene natürlich nicht abgebildet, wo die Schildkröte abgeschossen wird, das habe ich nicht gemacht, aber ich habe da euch die wichtigsten Informationen zusammengefasst, ich habe diese aus dem Internet mir rausgesucht, auch entsprechende Klarstellungen und natürlich auch, wie der Shitstorm sich bei Prinz Markus verhält, und der ist nämlich auch wirklich ziemlich, ziemlich heftig, aber aus meiner Sicht auch gerechtfertigt, Freunde. Ich verabschiede mich jetzt und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Morgen früh zum ersten Kaffee. Ich werde da sein, morgen früh um 8. Und vielleicht auch wieder der Katzenreporter. Wir werden mal sehen. Macht es gut, ciao.